So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe mir wie letzten zwei Mal auch schon den Mario dabei geholt. Hallo. Und wir gucken nochmal dem Ferre zu mit dem Big Eldrazi gegen das Espaweil vom Kevin. Ja, Big Eldrazi hier, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob er hier das Big Eldrazi gespielt hat oder das Colorless Post. Ach, macht beides fast das Gleiche. Ja, natürlich. Man legt irgendwelche Länder, die fremd sind, dahin, die ja sehr viel Mana generieren und irgendwas Dickes, Geiles aufs Board klatschen. Ja, ich bin mir jetzt hier noch nicht sicher, was hier gerade passiert. Ja, wir gucken uns erstmal das Deck an, tun alle Karten erstmal rauslegen. Nee, ich glaube, hier wurde noch zurückgeballt vom letzten Spiel. Ja, sowas passiert auch. Ich lasse es einfach mal drin, damit die Leute auch mal sehen, so hey, wir nehmen auch mehrere Spiele an einem Abend auf. Das passiert halt mal. Ja, ansonsten Espaweil hier mit 4 Meddling Mages, 4 Recruiter of the Guard, 4 Baleful Strix und 2 Soul Herdern. Eben so eine Art Flicker-Deck, die versuchen damit Value zu gewinnen. Wann war denn nochmal die Soul Herder? Soul Herder ist ein 3-Mana 1-1 Kreatur, die sagt, immer wenn eine Kreatur vom Feld ins Exile geht, bekommt er eine +1/+1 Marke. Und zu Beginn des Endsteps kannst du eine Kreatur von dir selber flickern. Okay. So, damit kann man eben End of Turn, Baleful Strix, ich ziehe eine Karte. End of Turn, Recruiter of the Guard, ich suche mir eine Kreatur raus, die ich möchte. End of Turn, Flicker Wisp, ich nehme jede Runde beim Gegner irgendwas raus und so weiter und so fort. Man hat damit sehr viele Optionen. Das ist ja 2 Mana, ich krieg 2 Leben, Scry 2 oder Flicker. Genau, der Prince, Charming Prince, auch sehr, sehr gut, genau. Okay. Auf der anderen Seite haben wir Post-Deck, Colorless, welches eben mit ein paar Eldrazis versucht, den Gegner kaputt zu prügeln. Mit ein paar Planeswalkern, die das Ganze sehr, sehr stark unterstützen und ich glaube auch die Gewinnoptionen darstellen. Ich glaube, Golos habe ich gerade gesehen, ist glaube ich auch da drin. Golos war nochmal, genau. 5 Mana, 3, 5, legendäre Kreatur. Wenn er ins Spiel kommt, darfst du dein Deck nach einem Land durchsuchen. Standardland wäre schlecht. Und das Land, ich glaube, ins Spiel bringen. Oder auf die Hand, ich meine ins Spiel. Und man kann irgendwie 8 Mana bezahlen. Davon muss ein blaues, ein rotes, ein schwarzes, ein grünes, ein weißes sein. Man kann die obersten, ich weiß gar nicht, wie viele Karten aufdecken und kann eine Karte davon casten. Ich glaube, das ist die oberste oder die obersten 7. Ich weiß es schon nicht mehr. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Werden wir mal sehen. Golos ist wirklich, wirklich eine gute Karte. Auch aus M20, glaube ich, oder? Also im Zeitraum 2020. Ja, also ich glaube 2019, 2020 irgendwann rauskommt. 2019 müsste der rausgekommen ja sein. Ja, Mulligan von dem Big Eldrazi Deck. Auf der anderen Seite sehe ich Double Fetchland, Prince und ein Brainstorm. Den Rest habe ich nicht mehr gesehen. Spielt die Weil Stoneforge und Natalias? Nein. Nein, gar nicht, okay. Gar nicht, weil du halt auch Brainstorm, Force, Swords und so weiter spielst. Okay. Und du Ponder, spielst praktisch, ne, eine Erweiterung des Death and Taxes. Ne, Ponder spielst du 1. Okay. Je nachdem, ob du den Spellslinger spielst, weil der Spellslinger gibt dir Zugriff auf Tithe, Ponder und Unearth. Das ist halt so eine kleine Toolbox, die du darin spielen kannst, wo du halt immer wieder ein Spell mit Mana-Kosten 1 oder weniger, oder 2 oder weniger? 2 oder weniger, aus dem Deck suchen kannst, auf die Hand nehmen kannst. Instant Sorcery. Dann kannst du halt, wenn du den End of Turn immer wieder flickerst, hast du dann 3 Swords oder immer ein Brainstorm oder immer ein Ponder. Die spielen Swords, kein Fatal Push. Genau, Swords. Weil hauptsächlich spielst du ein blau-weißes Deck, das Schwarz ist sehr rudimentär drin vertreten. Erste Runde, Fiole. Guter Start. Guter Start. Da ist ein Khan, den will man natürlich auch auf der anderen Seite Post sehen. Getappt. Naja, es ist ein Glimmer-Post, der gibt ein Leben. Ach so. Das ist kein Cloud-Post, der Mana gibt. Und der kostet ein Mana, oh, oder wie? Da wurde einmal die Kamera gehittet. Mal gucken, dass man die wieder retten kann. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man mit sowas arbeitet. Gut. Ein Land. Was hat denn der jetzt genau da hingelegt? Das Artefakt sagt mir gerade gar nichts, was er da hatte. Der Schlüssel, ja, mit ihm kann man einen Artefakt enttappen. Für einmal tappen kann man einen Artefakt enttappen. Und
man kann, glaube ich, für 4 Mana tappen. Eine Kreatur kann diese Runde nicht geblockt werden. Kannst du auch für 2 Mana dieses, macht 3 Mana und 4 Mana kostet halt wieder zum Enttappen. Genau, der Grim Monolith. Genau, den kann man damit auch enttappen. Und früher macht man hat man in dem Moment den Stromschlüssel gespielt. Der war genau dasselbe, nur dass er nicht diesen 4-Mana-Effekt hatte. Okay. Das heißt, die haben einfach straight up eine bessere Karte gedruckt. Oh, der ist neu, den kennt man, der Stone ist XX, ne? Genau. Oder nur X? XX. Und er hat Schutz vor Multicolor, ne? Ja. Glaube ich sogar. Ja. Schutz hat vor Multicolor. Und Reach. Und Reach, ja. Aber hier schon nicht der Start, den man als Big Eldrazi-Spieler haben möchte. Ist einfach weil erste Runde Stromschlüssel, zweite Runde eine 2-2 Serpent. Ist nicht unbedingt das, was man wirklich, wirklich spielen möchte hier. Multicolor, Schutz vor Multicolor bringt nur gegen. Ja, es gab. Abrupt Decays? Ja, Abrupt Decay war es. Oder in jedem Deck tatsächlich gegen einige Kreaturen. Der kann die auch blocken und kriegt auch keinen Schaden dadurch. Genau, ne? plus die können ihn nicht blocken. Genau, Madding Mage, Baleful Strix, der Soul Herder. Genau, da sind einige Sachen mit drin. Hier ist dann der zweite Fetch. Aber wenn man den dann flickert, kommt er mit 0-0 ins Spiel und stirbt, ne? Genau. Okay. Das ist natürlich. Wenn der Flicker ist ziemlich gut, die ich auf der Hand schon auch schon gesehen habe. Ich habe die jetzt nicht gesehen, aber dieser Play war mir jetzt gerade so im Kopf gekommen. Genau, das ist halt tatsächlich sehr, 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 sehr spaßig. Frage ist jetzt, ich habe auf der Hand von dem Big Eldrazi-Spieler gesehen, er hat auf jeden Fall noch eine City of Traders auf der Hand plus einen Khan. Bedeutet, City of Traders, ja? Ja, bedeutet, er kann nächste Runde einen Khan spielen. Ja, so ein Khan, der tut weh. Ja, vor allem, weil er die Fiole abschaltet. Ja, und neuen geilen Scheiß raus tut dort. Das kann schon eklig werden. Recruiter of the Guard. Ach, den spielt man ja auch. Ja klar, wir suchen uns irgendwas aus. Viermal. Ach, schönes Toolbox-Deck. Ist ein absolutes Toolbox-Deck und sehr schwierig. Also ich habe es ja jetzt lange Zeit lang gespielt und habe es auch sehr lange aufgebaut gehabt. Ich bin wieder auf Death in Texas zurück, weil ich sagen muss, Death in Texas ist einfacher. Es ist einfacher, ja. Death in Texas ist einfacher als das Esper Vile. Und das Esper Vile ist sehr zeitintensiv und sehr skillintensiv. Man braucht wirklich sehr lange, um das Deck wirklich gut zu lernen und gut zu spielen. Und diese Zeit habe ich einfach nicht. Auch wegen dem Meddling Mage, um zu wissen, was man genau in welchem genau. Moment hittet. Meddling Mage. Ach, wir reden schon vom Meddling Mage und da kommt er. Hey. Plus deine Toolbox, plus die Lines, die man teilweise hat. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Fiola auf 3 hat, man holt den Recruiter of the Guard. Mit diesem Recruiter of the Guard holt man sich einen Soul Herder, spielt den Soul Herder aus. End of Turn flickert der Soul Herder den Recruiter of the Guard und man kann sich nochmal was raussuchen. Ach, ja. Und damit kann man eben richtige Chains machen, die halt dann richtig, richtig viel Value generieren. Aber die dann genau zu sehen oder zu wissen, welche jetzt gerade besser ist. Diesen Play gibt es ja auch im Death in Texas, nur mit der Flicker-Wisp, ne? Genau, nur halt, dass die immer gegen Kontrollwisp, genau. Und die Flicker-Wisp tatsächlich nicht annähernd so mächtig ist. Ja, weil die nicht an auf Turn nur hier wurde kein Manly-Match gespielt. Das ist sad. Da möchte man vorher jetzt bestimmt mit der Fiole reagieren. Aber was? Man könnte mit der Fiole jetzt den... entweder den Meddling Mage hinlegen und könnte dann sagen, was ist. Oder man könnte den... genau, den guten Prinzen hinlegen aus... wo ist der denn raus? Throne of Eldraine? Ja, und dann könnte man scryen oder man könnte flickern. Genau. Genau, mit Kevins imaginärer Hand, der dritten, wurde hier eine Karte rausgeflickert. So, er macht jetzt, er sucht sich was raus und zwar eine Turbo Orb. Sehr mächtige Karte. Weiß es gerade auswendig, was die kam. Turbo Orb sagt, Kreaturen haben keinen End of the Battlefield-Effekt mehr. Oh, da tut ein bisschen weh für den VR-Spieler, aber wir haben ja noch Meddling Mage. Wir haben ja noch einen Meddling Mage auf der Hand, genau das. Da ist ein Spellseeker. Womit kriege ich denn den hässlichen? Da ist. Ja, Meddling Mage und jetzt ein Sword und das Board wäre wieder in Ordnung für den. Ich glaube tatsächlich, es ist ein Schwert auf der Hand bei dem VR-Spieler. Deswegen sucht Tutor jetzt gerade nach. Ach, hat er gefetcht oder? Nee, er hat ja den Ding reingelegt. Ach ja, den Recruiter. Genau, den Recruiter geflickert.
Und das ist jetzt die besagte... Das ist der Soulherder, genau. Soulherder. Der viermal gespielt wird in dem Deck. Ja, ne, zweimal. Zweimal. Ist Legendary Kreatur, oder? Nee, aber er selber macht halt alleine gar nichts. Ach so. Sondern er ist nur gut in Kombination mit einer anderen Karte, also mit irgendeiner anderen Karte tatsächlich. Ja. Weil lässt man auf zwei oder nehmen wir es auf drei hoch, genau. Dann kann man Meddling Mage spielen und sagen Topa Orb. Dann kann man einen Swords to Plowshares auf die Stone spielen. Den umhauen und kann dann, das ist einfach Value Town. Das ist richtig Value Town. Also man exilt hier die Kreatur. Der Dingspieler geht auf 25, der Big Eldrazi-Spieler. Und jetzt bin ich gespannt, was Kevin macht, weil die Line, die man hier jetzt hätte, ist, man kann jetzt mit ihm den Prinzen flickern. Mit dem Prinzen den Recruiter flickern und kann dann im Endstep vom Gegner eine Kreatur raussuchen und man bekommt 2+1+1 Marken auf den Dude. Ja, der wird auch jetzt fett, so gesagt. Der wird jetzt auch ein Beater. So wie der Esper-Waldspieler hier geflickert hat, nicht. Ja. Genau, weil so wie er jetzt geflickert hat, ist es tatsächlich so, dass er nur eine Marke bekommt und einfach einen Flicker-Effekt und mehr Informationen verloren hat. Und mehr Meddling Mages. Mehr Meddling Mages ist mehr gut. Ja. So, der Topo-Op. Ich sehe da einen Spyglass. Thespian Stage. Ja. Spyglass. Einmal die Hand angucken. Teferi sagen. Teferi sagen. Wobei der Venza auch ziemlich gut ist. Welcher Venza? Da die allererste Karte, die erste Kreatur. Weil auch den kann man End of Turn flickern und kann mit dem Gegner wieder ein Land zurück auf die Hand bouncen oder ähnliches. Bounce a Spell, oder? Bounce a Spell or permanent. Oh, permanent. Ja, man kann ihn halt mit dem Soulherder End of Turn rausflickern die ganze Zeit. Und mit dem Gegner die ganze Zeit Länder raushauen. Und es wurde die Viola angesagt, damit. Genau, damit das eben genau nicht passiert. Man könnte jetzt die Viola auf 4 hochdrehen, könnte den Flickerwisp spielen, mit dem Flickerwisp dein... Ja, man kann halt so vieles machen, es ist wirklich abartig, was dieses Deck tun kann. Mit 4 Mana den Venza spielen, um in den Post zu bouncen, damit er die Sitter auf Trade-Offs verliert, wenn dann die Post recastet. Genau, man könnte jetzt auch einfach nur... Und bieten gehen ja, genau. Zufälligerweise dabei ja. Auch. Ja, genau. Das Deck ist einfach ein pures Value-Engine und... ich glaube, es ist für den Big Eldrazi-Spieler machbar, dieses Deck zu schlagen. Weil wenn das Deck nicht vorne ist, verliert es hart. Und wenn dann so ein genug Mana bei rumkommt, weil aktuell hast du ja gesehen, ich glaube, es ist der zweite oder dritte Landdrop, der gemisst wurde. Ich glaube, der zweite. Und da kommt einfach kein Mana bei rum. Ja, aber er könnte auch einfach nur Flickerwiss spielen into Spyglass, oder? Genau, Flickerwiss, das Spyglass flickern. Er könnte auch den Teferi spielen. Teferi, Bounce, das Spyglass, ja, benutzt ja. Den... und dann einfach mal die Viola offen lassen für irgendeinen nee, Counter, ich als Counter den Venza. Ich würde den Venza einfach reinspielen, würde ein Land bouncen, End of Turn würde ich das zweite Land bouncen. Ja, aber End of Turn... Achso, ja klar, kann ja nochmal End of Turn auch nochmal ein Land bouncen. Genau, man kann mit dem Solo End of Turn nochmal was bouncen. Dann kann man jede Runde End of Turn was bouncen. Ja, und dann kannst du halt... Das ist so gut. Das ganze Deck hat jetzt einfach 15.000 Sachen und das meine ich eben. Er kann auf der anderen Seite aber auch ganz andere Lines gehen. Er kann auch nochmal nur mit der Flickerwisp das Ding rausnehmen, kann End of Turn noch was Normales bouncen, kann eine andere Kreatur raussuchen, kann die spielen oder. Es ist einfach, dieses Deck hat so viele Lines, so viele verschiedene Möglichkeiten und man muss wirklich evaluieren, was ist gut, was ist schlecht. Und das ist schwierig. Aber es passiert nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber dieses Mal wurde richtig rum geflickert. Genau. So, dann jetzt nochmal. Gegen Terminus und so Scherze. Genau. Weil jetzt hat er immer noch dann zum Schluss den Recruiter zum Not, der dann nochmal irgendeinen. Den Soulherder wieder raussucht. Der Soulherder flickert dann wieder den Typen und er sucht dann wieder den zweiten Typen. Und damit kommst du nie. Also gegen Terminus verliert dieses Deck nicht, nein. Gegen was verliert dieses Deck, außer gegen diesen.
Dieses Deck hat tatsächlich Probleme mit Delver. Delver, weil die zu schnell sind? Einfach nur, weil sie diese Tempo-Play, diesen Removal-Plan zu schnell durchziehen und dann zu effiziente Kreaturen legen. Ein Tamogolf kann schwierig für dieses Deck sein. Ein Tamogolf? Tamogolf ist einfach 4-5 Beater oder so, der einfach die ganze Zeit reinrennt. Der einfach man dann keine, werden kann? Ja, der dann weggeflickert werden kann, aber nicht dauerhaft. Ja, okay. Das ist schon schwierig. Also Delver ist tatsächlich zum Beispiel ein sehr schwieriges Matchup, was mir aufgefallen ist. Wie lange wird denn jetzt was weggeflickert, wenn jetzt End of Turn dieser Change, dieser Beast der nochmal, dieser 3-Mana? Der Soul Herder, der kommt direkt wieder. Genau. Die Karte beim Soul Herder kommt direkt wieder. Und dann, wenn jetzt ein Flickerwiss dann kommt, dann kommt dann der. Dann wird die im kompletten Gegnerzug aus dem Spiel exiled. Das heißt, genau. Du kannst dann mit dem Soul Herder Flickerwiss einen kompletten Tamogolf denyen. Komplett denyen, genau. Genau. Oder ein komplettes Land denyen, oder? Genau das. Oder halt Planeswalker auch sehr, sehr, sehr stark. Ja, vom Sideboarding her glaube ich, dass hier ein bisschen an Kreaturen ein Discard reingekommen ist beim Big Eldrazi, also an Kreaturen-Removal. Was spielen die denn an Kreaturen-Removal? Spielen die Dismember? Nee, Dismember jetzt nicht, aber ich glaube sowas wie Ratchet Bomb dürfte reingekommen sein. Oder eben dieser 2-Mana-Spell, der Hexereien kontert und Instant Resource, Kreaturen mit 1-1. Genau, Exile. Aber es geht aber direkt schnell wieder weiter, wird viel geboardet, so sieht es zumindest aus. Geht. Das Esper-Wild-Spiel, also das Boarding wurde ja ein bisschen gecuttet, hat man gerade eben auch einen schönen Schnitt gesehen. Achso, es wurde gecuttet. Achso, genau. Gut. Und das Esper-Wild hat hier tatsächlich viele Sachen, die es rausnehmen kann, gerade die Swords kann es rausnehmen, hat aber tatsächlich gar nicht mal so viel, was es reinnehmen kann. Ja. Man hat so ein paar lustige Sachen, wie zum Beispiel eine Verzauberung, die haufenweise Artefakte und Verzauberungen zerstört, wenn sie ins Spiel kommt, die man auch immer wieder flickern kann und so ähnliches, aber grundsätzlich ist, glaube ich, tauscht man nur die Schwerter gegen anderen Removal aus. Da ist genau der Warping Veil. Ach, Warping Veil, ja jetzt. Ja, ja, Warping Veil. Gute Warping Veil holt einen 1-1er, den man opfern kann für ein farbloses. So, dann kommt hier Thoughtnotseer, gute Karte. Das ist jetzt... Das kann sehr, sehr, sehr hart sein, gerade weil der Brainstorm einfach nur Brainstorm gespielt wurde. Aber das Problem, was man hier halt ganz oft hat, man muss den Brainstorm in der Mainstep spielen. Mit diesem Deck. Okay, okay, 2 4-Mana-Drops, ein Teferi, ein Force of Will. Ding. Warum hat man den jetzt nicht geforst? Ich denke ich mir auch gerade. Man hätte den, glaube ich, forcen müssen oder forcen können. Er ist halt ein 4-4er auf dem Blatt Papier. Mhm. Aber man hat noch genug Removal, so ist es nicht tatsächlich. Ich denke, hier verlässt man sich einfach drauf, dass man entweder mit dem Teferi den bouncen kann oder eben über lang oder breit mit dem Palace Jailer und am besten noch einem Soul Herder auch die komplette gegnerische Kreaturenbasis exilen. Aber so frisst du jetzt erstmal 4 Leben. Ja, man kriegt jetzt erstmal 4 Schaden, das ist korrekt. Wie gesagt, ich hätte es hier wahrscheinlich auch geforst. Man hätte wahrscheinlich den Meddling Mage gepitcht. Hätte dann den Teferi gespielt. Ja, was sagt man hiermit an? Ja, genau. Wir sagen einfach Spyglass, Khan, irgendwas so dann. Ja, Khan hätte ich jetzt auch gesagt. Khan hätte ich jetzt auch gesagt. Ansonsten Fetchland Go. Nee, Wasteland. Wasteland. Wastelandet den Port. Ja. Den Post. Macht Sinn. Macht Sinn. Das Deck spielt 2 Wastelands im Sideboard. Die kann man natürlich reinboarden. Ich habe immer so das Problem mit Wastelands. Es ist. Für mich irgendwie so, ja, es ist auf der einen Seite ein Land und auf der anderen Seite ist es, ich zerstöre einfach ein Land. Und das ist so immer mein Problem. Tue ich jetzt rein, ist das jetzt wirklich so viel Value mehr, wenn ich jetzt vom Gegner ein Land zerstören kann? Oder ist es jetzt mittlerweile im Sideboard. Einfach nur aus dem Grund heraus, um eben Marit Lage oder so nochmal zu interagieren mit diesem Deck. Auch mit dem Ninjas Deck, wo ich es einfach gar nicht drin habe. Bin ich am überlegen, ob ich 2 ins Sideboard tue. Okay, man hätte doch Walking Ballista ansagen sollen. Man hätte Walking Ballista ansagen sollen oder können. Eher können. Ja, ja, er wusste es ja nicht. Wollte ja auch. Aber scheint eine gute Karte gewesen zu sein, die man hier gezogen hat. Er freut sich zumindest mal so. Ja. Aber hier wurde auch nicht. Und zwar eine Fiole. Das ist eine gute Karte, die kommt nur leider ein bisschen spät.
Aber jetzt hat er schon wieder 4 Leben gefressen, also 4 Schaden genommen. Ja, ich denke, man hätte hier auch einfach den Palace Jailer casten. Ah nee, hätte man nicht. Man hat ja nein, der hat da Vorrunde wastelandet. Genau, das ist natürlich ärgerlich. Aber okay. Wenn er jetzt noch ein Land zieht, der Big Eldrazi, hat er direkt im Middling Match wieder ausgeschaltet. Ja, aber dann hätte er auch seine Mockmelissa dafür geopfert. Ja, klar. Fair. Ich glaube, es war ein Grim Monolith, das man hier gezogen hat. Dann aus 2 Mana macht 3 Mana, ne? Genau. Für eine Runde einmal ganz kurz. Da hätte man, wie gesagt, also wenn man jetzt den Thoughtnotzer ja früher geforst hätte, wie hätte man jetzt den ganzen Damage nicht. Hey, man kennt das Gegner-Team. Fetch noch schnell, bevor er das Fetchland uns hat. Oder geht er nicht mit dem Spyglass? Man sollte hier auf jeden Fall noch fetchen. Aber er sagt Fiola an, weil Fiola stärkere Karte ist als Fetchland. Na gut, man könnte jetzt hier das andere Fetchland auf der Hand ansagen, wenn man ja sieht, dass der Gegner keinerlei viertes Mana hat und sein gesamter Play auf 4 Mana-Karten basiert. Ja, okay. Das kann halt auch passieren. Sieht man halt auch. Ja, man hätte noch immer noch diese Force-Backup mit dem Venza. Ich glaube, das möchte man sich einfach aufbewahren. Ja. Ich weiß halt noch nicht genau, wofür, aber... Vielleicht wegen so einem, vielleicht wegen einem Khan oder so. Mhm. Und mit dem Jailer, der macht ja auch Value Town hoch 10, finde ich. Genau, dann wurde hier eine Karte angesagt, da ist ein weiteres Force gekommen. Ja, legt ein Land. Wenn jetzt nicht gefetcht wird, wurde das Fetchland angesagt. Ja, das Fetchland wurde angesagt. Das ist halt jetzt bitter. Und da ist ein Eye of Ugin. Nee, ein Eldrazi-Tempel. Eldrazi-Tempel, das heißt, der hat für Eldrazi jetzt 5 Mana, ist ein Ancient Tomb da drunter, ne? Ja. 5. Auf jeden Fall hat er noch einen weiteren Thought-Nuts hier auf der Hand. Ja, damit könnte man den Venza loswerden, beziehungsweise Force of Will into den Venza loswerden, also. Ja. Oder Force into Force. Das ging natürlich auch. Man weiß ja nicht, wann die letzte Karte da ist. Die ist umgedreht. Ein weiteres Force. Achso. Hat man gerade eben im Draw gesehen. Ja. Aber man verrät's nicht, oder wie? Nee. Ja, wenn wir jetzt noch... Jetzt tatsächlich ein Fetchland zieht, kann man mit dem Palace Jailer den rausnehmen und wäre noch im Spiel. Man braucht jetzt aber ein Land tatsächlich. Das 2 Mana. Der hat auch die Fiole dann hochgetriggert. Nee, Fiole wurde nicht hochgetriggert. Baleful Strix. Das ist eine gute Karte, aber leider nicht gut genug. 1 Mana. Ponder. Auch eine gute Karte. Das Deck gräbt sich schon ziemlich gut durch. Aber ich glaube, hier ist man einfach mit den, auch von der Big Eldrazi-Seite, einfach mit Raw Power einfach sehr gut aufgestellt. Wie viel Leben? 9 hat er noch. 9. 6 Leben. 6, Entschuldigung. 6 Leben. Verflogen geguckt. Post, man hat noch einen Thornerzieher. Gib ihm. Oh. Ja, ist richtig Power, was man hier hinlegt. Force into Force. Damit ist man auf ein Leben runter. Man muss die 4 jetzt blocken. Ja, das Problem ist, was macht man jetzt an der Stelle vom guten Big Eldrazi-Spieler? Tötet man jetzt seine eigene Baleful Strix, also seine eigene Ding für die Baleful Strix? Ballista für die Baleful Strix. Man könnte ja auch einfach eine Runde lang Go sagen. Aber so muss der Gegner... Er muss nur ein Land ziehen, dann hat man alles offen. Aber wenn er jetzt Go sagt, hat er auch alles offen. Also wenn er jetzt Go ja, sagt... Ja, aber man hätte immer noch die Ballista. Und dann könnte er dann immer noch mit der Ballista 4 Mana bezahlen, abticken, Dinge tun. Es ist wirklich interessant, was man hier machen kann, wie man sich hier entscheidet. Ist auch gar nicht mal so einfach. Vor allem nicht, weil man ja selber auch nicht mehr auf die höchsten Leben ist. Nee, der Ponder-Spieler weiß, was er als nächstes zieht. Und jetzt tickert er auf 2 hoch. Die ja, immerhin. Fiole. Das hätte jetzt schon auf 3 sein können. Oh, und Fetchland. Da ist der vierte Fetchland, zum Glück das andere. So, dann könnte man jetzt fetchen, das wäre jetzt ja, ist ja. Gar nicht mal verkehrt. Aber so hätte er nicht fetchen können. Oder weil er, wenn er die 4 gefressen hätte. Er hätte dann blocken müssen. Er hätte blocken müssen, das ist korrekt. Da ist ein Monarch-Token. Ja, Value Town hoch 10. Nicht der von Tokens von MTG.com leider. Der ist nämlich um einiges hübscher. Ja, wir haben es ja noch nicht erwähnt heute. Wir haben es noch nicht erwähnt, deswegen muss es heute auch schon mal erwähnt werden. Tongs bei MTG.com, gute Seite.
Und man zieht eine Karte durch den Fortnite-Zieher. Und End of Turn normalerweise durch den Monarch. Weil man noch Monarch ist, genau. Weil ich der König bin. So sind wir hier bei Burger King? Ja, hier kann man jetzt für 2 locker zuhauen. Ich denke, man geht, nimmt die 2 auch, man ist hier auf 7. Ja, der hat sehr viel Leben gefressen durch seine Ancient Tomb. Genau, das ist wirklich... Spyglass macht nicht so viel. 4 Mana. 5 Mana? Ne, 4 Mana. 4 Mana. Aber es ist doch ein Ancient Tomb. 2. Aber der eine war ein Eldrazi-Tempel. Ja, Eldrazi-Tempel, Ancient Tomb und Ding. Das ist auf jeden Fall ein Land zu viel getappt. Ja, okay, 1 zu viel. Und jetzt... Kann man den Monarch pingen, damit man den selber Monarch... Nein. Schade. Nein, kannst du nicht. Das wäre natürlich ein schöner Blick. Kannst du nicht. Schwierig. Schwierig. Ich würde gerne wissen, was der auf seiner Hand hat, der Espervial. Der hätte nämlich die Viole jetzt auf 3 gehabt. Und wenn der jetzt noch was für 3 reinlegen hätte können, das wäre natürlich... Auf jeden Fall sehr spannend, ja. Wäre auf jeden Fall, glaube ich... Safe der Tod gewesen, oder safe der Tod für Big Eldrazi. Und so muss man jetzt noch eine Runde wahrscheinlich er ist halt, nur ist halt im Leben ziehen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt irgendwie einen Spell Mana Ramp bekommt auf der Big Eldrazi Seite, kann man eben vielleicht das Ding für 8 Mana hochticken und dann Shoot machen. Brainstorm. Das ist halt jetzt super interessant, was jetzt hier rumkommt. Das ist auch super spannend. Und jetzt wird er nämlich auf 4 Marken. Richtig kacke. Ja, aber 4 brauchst du nicht mehr. Du hast nur 2 4 meiner Kreaturen drin und die sind schon beide benutzt worden. Ich habe noch einen Force of Negation gesehen. Das ist schon ziemlich safe. Und ein Meddling Mage. Und ein Force of Will. Meddling Mage. Okay. Meddling Mage sagt jetzt... Khan? Khan. Hat der erste schon den Khan angesagt? Ugin wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Cream Monolith. Ja, Grim Monolith glaube ich doch nicht mehr, dass man den hier ansagt. Okay, Angriff mit der Baleful Strix. Interesting. Mit allen 2, 4, 5 Schaden auf dem Board. Ja, es sind 5 Schaden. Also die muss auf jeden Fall geblockt bzw. gepinkt werden. Man blockt hier. Ne, man blockt den und tötet den. Okay, interessant. Aber keine Sache mehr. Keine Sache mehr. Das war jetzt gerade ein bisschen verwirrend, warum er 3 Schaden gefressen hat. Er hätte so oder so verloren. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.